Steyr-CVT. Erklärung. Übersicht, unter dem Lenkrad das Power Shuttle. Wenn man das Power Shuttle nach unten drückt und nach vor, ist es in Parkposition. Das ist ganz wichtig beim Starten des Traktors. Wenn der Traktor nicht in Parkposition ist, lässt er sich nicht starten. Ansonsten, wenn wir dann wegfahren wollen, heben und nach vor, fährt der Traktor nach vor, heben zurück, geht es rückwärts. Und Neutralstellung vom Getriebe kann man über die Taste ganz links außen betätigen. Darunter haben wir dann noch den Blinker bzw. Parklicht, Abblendlicht und auf der rechten Seite vom Lenkrad den Scheibenwischer. Auf der Säule haben wir verschiedene Anzeigen wie eben Motortemperatur, Treibstoffanzeige, Allrad, Kontrollleuchte vor Batterie, Öldruck, Parksperre. Darunter haben wir drei verschiedene Fahrbereiche, in dem Fall F1, F2, F3, 6, 19 und 43 km/h. Momentan daneben das große P, bedeutet der Traktor ist in Parksperre. Darunter haben wir dann noch den AdBlue-Stand, momentan 100%. Und die Drehzahl der Heckzapfwelle, Frontzapfwelle, Front- und Heckhydraulik, aktuelle Position. Möchte man jetzt die Betriebsstunden ablesen, braucht man nur darunter auf die Sanduhr gehen und dann wird im Display darüber werden die aktuellen Betriebsstunden mit 279,6 angezeigt. Daneben haben wir dann noch das Terminal und die Armlehne mit den verschiedensten Tasten. Fahren generell mit dem CVT, wie gesagt, mit dem Fahrhebel oder mit dem Power Shuttle anheben nach vor und den Fahrhebel nach vorne bewegen. Dann beschleunigen wir auf die jeweilige Endgeschwindigkeit. Momentan sind wir auf F3, das heißt maximal 43 km/h, und alle Stufen dazwischen sind hier stufenlos verstellbar. Unten haben wir dann noch das Fahrpedal, also Gaspedal oder Fahrpedal, in dem Fall beim CVT Fahrpedal. Das heißt, wir geben die gewünschte Geschwindigkeit vor, treten wir das Pedal ganz durch, beschleunigen wir auf Endgeschwindigkeit, gehen wir runter, bleibt der CVT stehen, vorausgesetzt der Fahrhebel ist ebenfalls ganz hinten. Dann haben wir dazu noch ein geteiltes Handgas, nämlich das linke zum Motordrehzahl einstellen und das rechte um die Grenzlastregelung oder Motorlimit, wie es am Bildschirm erklärt wird, einzustellen. Das heißt, wenn der zweite Hebel ganz hinten ist, haben wir eine maximale Motordrehzahl von 850 Umdrehungen. Gehen wir das ganz nach vor, dann können wir die Höchstleistung von 2250 Umdrehungen mit dem Handgas daneben einstellen. Das ist eine Art Motordrückung. Dann haben wir auf dem Fahrhebel drauf vorwärts, rückwärts zum Auswählen, daneben Schildkröte und Hase zum Auswählen der jeweiligen Fahrbereiche auf der Säule. Wenn wir jetzt auf Schildkröte gehen, wechseln wir auf F2 bzw. auf F1 und mit dem Hasen in die umgekehrte Richtung. Darunter haben wir dann noch die Heckhydraulik, Heben, Senken, Schnellaushub und ein Zusatzsteuergerät, ein beliebiges. Die Schwimmstellung erreicht man, indem man auf der Rückseite mit dem Zeigefinger die Shift-Taste drückt und gleichzeitig Zylinder einfahren. Dann kommt man auf die Schwimmstellung, wie es hier angezeigt wird, mit dem Wellensymbol. Daneben haben wir dann noch mit dem Daumen ein Verstellrad, mit dem wir die Tempomatgeschwindigkeit vom jeweiligen Fahrbereich einstellen können. Durch Drehbewegung kann ich da die Höchstgeschwindigkeit für F1 schnell verstellen. Ebenfalls in Orange gehalten und somit für Motor und Getriebe wichtig, haben wir dann noch auf der Folientastatur zwei Motordrehzahlspeicher, die über diese beiden Tasten genau eingestellt werden können, und darunter noch eine Art Aggressivitätstaste mit drei
Leuchten oder ein bis drei Leuchten, je nachdem wie aggressiv das Getriebe reagieren soll. Und daneben die Autotaste, die ebenfalls leuchten soll.